Das Spiel ist ab 12 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch lieber ein anderes Video an. Alles klar. Jetzt haben sie uns gesagt, das erste Notrufsignal war ja von der Aurora selbst. Und es hat uns gerade darauf hingewiesen, dass die gute Aurora explodieren könnte bald. Ist aber erstmal nicht der Fall. Ich meine, das dauert eine Zeit lang. Weil man jetzt am Anfang, man kann da zwar rüberschwimmen, was ein bisschen tricky auch am Anfang, weil es gibt noch den sogenannten Leviathan. Das ist ein Riesenvieh, was euch nicht so gut oder uns nicht so gut gesonnen ist. Deswegen wäre es jetzt nicht zu empfehlen, darüber zu schwimmen. Manu, ey, ich würde jetzt gerne zuerst die Kapsel schwimmen. Ich weiß leider nicht mehr auswendig, wo die war. Wir können mal gut glücklos. Ganz kurz haben wir Essen, hatten wir noch dabei. Trinken müssen wir nochmal. Vital signs stabilizing. Na komm, wir fangen es nochmal kurz Fisch. Oh, jetzt aufbrechen. Ich ärgere mich gleich, dass wir dann irisch Hunger bekommen. Irgendwie ein Problem. Unterwegs, ne? Unterwegs können wir uns... Nein. Deswegen lege ich mir den Seegleiter gern auf Platz 1. Und Shortcuts. Der Turnei hier ist es. Hat man eben schon mal. So, okay. Ich denke, das reicht erstmal. Haben wir schon wieder? Nee, nicht? Okay. Der nächste Notruf kommt bestimmt. Das kann nicht mehr so lange dauern. So. Ist ja jetzt gerade die Sonne aufgegangen, das heißt, kein Fisch mehr oder keine Energie mehr? Energie ist da. Machen wir alles verbraten sozusagen. Okay, dann gehen wir mal los. Ich meine, mich erinnern zu können, da hinten war eine Kapsel, das lassen wir erstmal und da so grob, ne? Sind da die Pirsche? Dann sind wir hier richtig. Ja, wir können natürlich die Rettungskapsel auch ohne den Notruf finden. Wir können auch alles hier komplett ohne die Story erkunden, wenn wir das wollen. Und es gibt hier einiges zu erkunden im Spiel. Das macht es auch gerade so spannend. Das macht die Suchtspirale überhaupt erst aus, dass man die ganze Zeit eigentlich nur die Welt erkunden will, sich anschauen will, neue Dinge findet. Neue Dinge, die man einscannen kann, sprich dann bauen kann, findet. Das macht's voll aus. Es gibt nachher auch so andere Unterwasserbasen noch und Raumschiff-Wracks, in die man rein kann, wo man auch Sachen finden kann. Ich guck, das sind übrigens Sandhaie, wie die heißen. Die sind nicht so cool. Die lassen wir mal links. Hoppala, lass mal links liegen. Hier ist der Lifepod, ne? Also da in der Richtung meine ich. 500 Meter. Aber gehen wir mal hier weiter. Komm. Das Metallschrott und Quarz, meine ich, war das. Ich würde ja gerne noch so ein paar. Na, wir hätten es auch anders machen können, fällt mir gerade ein, aber ist egal. Wir schauen uns mal kurz um. Vielleicht finden wir ja eine von den Rettungskapseln. Oh, nee, da sollte ich nicht hinschwimmen. Die pupsen uns an. Sieht gerade schlecht aus. Aber wieder ein Kreaturenei. Na komm, wir gehen mal zurück. Wir gehen einfach mal zum Rande des Riffs rüber.
Da sollten wir auch noch ein paar interessante Dinge finden können. Auch ein paar Kreaturen, die uns nicht so wohlgesonnen sind, aber die haben wir ja gerade zum Teil auch schon gesehen. Die Sandhaie zum Beispiel, die Perscher, die sind halt nicht so... uns nicht so gut gesonnen. Aber Metallschrott gibt es ja noch ein neues. Oh, das ist ein Sandhai. Die Perscher findet man tatsächlich immer nur hier in diesem... Wie ist das? Ich glaube, man hat damals immer gesagt, dazu Dschungel. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt das Biom in-game heißt. Also bei den Schlingpflanzen auf jeden Fall findet man immer die Perscher. Die gehen auch ein bisschen aus dem Areal raus, um Schrott zu sammeln, Metallschrott. Aber in der Regel befinden die sich hier in dem Umkreis von diesen... Nennen wir es einfach Wälder, ist ja egal. Hat man den, oder? Seegleiter, ja, den haben wir ja schon. Das ist ja unser Seegleiter. Genau, es gibt noch die Seemotte. Da ich mich nicht vertue, die Seemotte. Hier waren wir eben drin. Da haben wir nicht alles erkundet. Da fehlt noch die Taschenlampe. Die Seemotte ist ein kleines U-Boot. Das bauen wir uns später auch auf jeden Fall noch, weil das hilft am Anfang immens. Da waren wir auch schon, okay. Das kann man dann, also ich hatte, oh, ich glaube, in der letzten Folge schon davor, oder mal darüber gesprochen, dass man sich Upgrades bauen oder craften kann, mit denen man dann tiefer tauchen kann. Und das ist halt wichtig für die Seemotte und später für den Krebsanzug. Den Krebs. Na, gucke mal. Weil, das, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie tief kommen wir jetzt eigentlich. Obwohl, nee, Quatsch, so haben wir ja gar keine Begrenzung. Ja. Ich glaube, die Begrenzung hat man nur bei den Fahrzeugen gehabt, oder? Zumindest steht ja hier nichts bei. So. Die haben wir doch direkt vom Scanner, glaube ich, ne? Ja, nee, Gravitationsfallenfragment. Okay. Nehmen wir mit. Zwei Stück brauchen wir da nur. Hier haben wir auch noch was wir mitnehmen können. Zack, so. Und hier sind noch mehr Kisten. Da, und hier ist es schon. Hier ist das zweite Fragment und schon haben wir es gefunden. Immer wenn wir in der Nähe von scannbaren Dingen kommen, unten rechts leuchtet... Ja. Gravitationsfallen, die sind sehr wichtig. Sehr cool am Anfang. Zeige ich euch gleich. Immer wenn was zum Scannen kommt, blinkt unten rechts das Symbol auf vom Scanner. Man sollte auf jeden Fall. Das ist zumindest von Dingen, die man noch nicht gescannt hat. Ne? Ja. Ihr seht, wenn wir Sachen, die wir schon mal gescannt haben oder fertig gescannt haben, nochmal scannen, kriegen wir dafür Titan. Ist auch nicht verkehrt, weil es gibt auch Zeiten im Spiel, wo man Titan braucht ohne Ende. Davon mal ab. Und jetzt reicht's nicht. Ich bin gleich voll nur mit Titan hier. So. Labortisch scannen wir auch. Aber sowas von Möbel, wie ihr seht, kann man auch scannen. Kann man dann noch nachbauen nachher. So. Da liegt noch Metallschrott. Ne, das ist kein Metallschrott. Jetzt geht es ja langsam runter ins größere Riff. Da liegt noch was. Das müssen wir uns angucken. Ich muss gucken, dass ich den Akku nicht zu sehr strapaziere hier. Bei Notfallsituation noch wieder gut wegkommen. Was haben wir hier? Bioreaktor. Oh, der ist auch cool. Und wir kriegen... Ja, rechts kann man es sehen. Man konnte es hoffentlich sehen, dass mein Kamerabild nicht drüber war. Ein Funkspruch ist eingegangen. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Basis. Und unsere erste Rettungskapsel dann... betrachten. Muss ich zur ersten Rettungskapsel rüberschwimmen. Ich war gerade überlegen. Ich meine, hier in dem Bio mit dem roten Wilf, Gras, was auch immer, Algen, da war was Besonderes. Ich komme gerade noch nicht drauf. Ah, ist schon fast ein knappes Härchen jetzt her, ne? Ah, okay, aber da, das kriegen wir noch raus. Guck mal, hier ist direkt eine große Höhle drunter. Natürlich auch nicht verkehrt. Ne, ist keine Höhle, okay. Hat schon erledigt. Nö.
Haben hier Solarpanel oder sowas? Nee, ist nur eine Tür, ne? Ja. So. Ja, Seegeiter. Titan haben wir genug, das lassen wir jetzt mal scannen, das können wir später immer noch machen. Das hat der Akku 69%, okay. Wunderbar, wunderbar. Wir fangen mal den Notruf ab. From the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost... Ihr spricht also von der Cafeteria. Was zum Teufel ist los? Keiner hat uns gewarnt. Unsere Kapsel wurde vom herabstürzenden Seemotten-Dock fast zerstört. Und wir hängen jetzt am Rand eines Höhlensystems. Und ach, so schnell bin ich nicht, sorry. Position des Signals im PDA gespeichert. Falls ihr das alles lesen wollt, am besten Pause drücken. Das kriege ich teilweise in der Zeit nicht vorgelesen. So, müssen wir ganz kurz gucken, wo haben wir es denn? Ich, Mann, es tut mir leid, ich muss doch wieder in die Einstellung. Ist ja immer noch dieselbe Aufnahmestation sozusagen, aber, nee, fahren wir wo mich hin. Aber das nervt mich mit den Kanten hier. Ich muss auf Grafik, das wäre nicht verkehrt. So, aus, niedrig, wir gehen auf Mittel. Wasserqualität hoch. Ja gut, das macht doch schon was aus. Das aus. Ich muss ein bisschen immer einen Blick auf die Hardware, die Auslastung haben. Aber wir machen Wasserqualität hoch und Kantenqualität machen wir mal aus. Schaut mal, das sieht doch direkt ganz anders aus, oder? So sieht das doch richtig nice aus. Direkt mal den Blick hoch. Ah, passt. Das sieht doch geil aus, oder? So muss das aussehen. So habe ich das auch in Erinnerung gehabt. Nicht so kantig. So, jetzt warte ich eigentlich nur drauf. Ach, da ist das Signal. Ich bin auch blind, ne? So, das ist auch in etwa die Richtung, die wir eben getaucht sind. Wahrscheinlich bin ich noch da weg. Aber egal. Wir schauen mal. Nahrung und... Glückwunsch, Überlebender. Du hast einen wöchentlichen Übungsquotienten um 500% übertroffen. Die Daten zeigen, dass Schwimmen deine bevorzugte Aktivität war. Ja, ist klar. Stell dir sicher, dass du für einen gleichmäßigen Muskelaufbau dein Training variierst. Puh, klar, ich jogge gleich ein bisschen auf dem Wasser. Kein Problem, Mama. Alles schon cool, oder? Da ist übrigens auch die Rettungskapsel. Können wir mal ganz kurz hoch. Jetzt wisst ihr, warum der Seegleiter so wichtig ist, damit man auch schnell am Anfang hier runterkommt. Noch ein bisschen die Umgebung entdecken oder erkunden kann. So, weg muss. Das Messer aber auf den Scanner. Hier haben wir nämlich direkt das Dock, ne? Seemotten. Ah, Seemottenfragment. Sehr cool. Da brauchen wir bestimmt 3 Stück von, oder? Das wäre sonst zu... Ja, war ja klar. Das wäre sonst zu einfach gewesen. So schnell schon eine Motte bauen zu können. Also eine Seemotte. Hier ist nichts mehr, ne? Schub, schub. Nein. Doch, da. PDA. Tab drücken zum Anschauen. Aussichtstagebuch. Es ist der Tag des Absturzes. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel gerade passiert. Ich habe Angst und werde nicht rausgehen. Muss aufpassen, ich glaube, der Sauerstoff sinkt sich noch ab. Naja, tu da. Da sind Schatten im Wasser, unter der Luke. Keine Ahnung, ob das der Felsen oder Aliens sind. Und es gibt seltsame Höhlen in der Nähe. Die Aurora hatte alles an Bord zum Bau des Phasentores. Mobile Fahrzeugstationen, Bioreaktoren, Schubkanonen etc. pp. Oh, das ist ein Sandteil. Den man gerade hören konnte. Sie hatte ein Kino. Es gab einen 0G-Trainingsraum. Mein Café. Ich verstehe nicht, wie wir hergekommen sind. Ich frage mich, warum keiner nach mir sucht. Sucht doch schon einer. Ich. Ah, so gefällt mir das Wasser viel besser. Interessanterweise geht auch gerade die Grafikkartenlast runter, wo wir die Wasserqualität auf hochstehen haben, keine Ahnung. Auch soll aber recht sein. Solange das so läuft, wunderbar. Das hat mich da so echt genervt gerade eben, mit diesem kantigen Wasser. So.
Na du? Nein, 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 nein. Hau ab. Da schwimmen sie mal ein Stück nach, wie man sehen kann. Irgendwann lassen die ab. Der nervt mich jetzt ein bisschen, ne, da unten, der. Kommt der weiter? Ist der weg? Ne, ist er noch nicht. Was hat denn der da? Ach, das war ein Fisch. Ah, genau, da hinten, das ist viel besser. Da kannst du Fische jagen, Junge. Geh mal schnell gucken. Also die Fragmente. Okay. Die Rettungskapsel wird übrigens immer weiterhin markiert bleiben hier in der Welt. Da vorne liegt auch nur, ja, ich glaube ein Behälter. Wir müssen einfach mal hier auch gucken. Hier werden auch noch Dinge sein. Was haben wir hier? Laserschneiderfragment. Also man muss immer ein bisschen mal die Augen offen halten, weil hier findet man recht viel in der Welt, besonders am Anfang. Hinterher ist das ein bisschen frustrierend, weil man, naja, bestimmte Dinge dann sucht und ganz oft auf, ja, Teilstücke, Fragmente stößt, die man schon bereits entdeckt hat. Ah, das ist ein Seemottenfragment. Sehr cool, sehr cool. Kann man selbst gern machen. Aber sieht alles gut aus. Lebenszeichen normal, Überwachung wird fortgesetzt. Baba. So. Ja, das ist der Höhleneingang übrigens. Aber wir können da gleich mal kurz reingehen. Sollte hinhauen. Ich würde mal ganz gerne mal kurz gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwo noch ein Seemottenfragment finden. Ah, dem grummelt aber der Magen, wa? Ah, da, was ist das? Das könnte aber vom Scannerraum sein. 30 Sekunden. Ja, ja, komm. Ich mein Bioreaktor, ach cool. Können wir jetzt schon bauen? Ja, fett, sehr gut. Bioreaktor ist für den Anfang wichtig. Ja, wir brauchen Sauerstoff, alles gut. Immer, weil in den Bioreaktor, wie der Name schon sagt, können wir biologisches Material reingeben und daraus Energie gewinnen. Mag sein, ob es Pflanzen oder Fische sind, rein damit und es wird alles schön subatomar zerstampft und zur Energie umgewandelt. Oh, was haben wir hier? Auch ein Höhleneingang, ne? Dasselbe Biom. Da muss man halt verdammt aufpassen, weil die Dinger können sehr tief werden, aber auch andere schöne Dinge enthalten. Hat man keine Taschenlampe? Oh, Leute, wir können das nur hier machen. Hier. Bei dem muss man da aufpassen. Ja, die vergiften ein. Ah, kurzer Selbsttest, passt schon. So. Ah, komm, hab dich nicht so. Was haben wir hier? Kreaturen-Ei. Nee. Oh, da müssen wir aufpassen, die beißen. Das sind so die Piranhas hier unten. Das ist nix. Rotgabe, ach, hier haben wir jede Menge, was wir scannen können. Windgrab, was haben wir? Rote Wiege. Ich hoffe, ich übersehe nichts Wichtiges, aber wir sollten mal langsam wieder hoch. Das könnte uns was eng werden. Ich meine, mit dem Seegleiter geht es einigermaßen. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Machen wir eh nicht mehr so viel Leben. Sollten wir ein Medipack sollte mal reinhauen. Zack. So. Aber ich gebe es noch nicht auf. Wir können Bioreaktor bauen. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ah, genau. Aber ich würde gern. Was war das eben noch, was wir gefunden haben? Das war der Seegleiter. Da ist auch noch was. Da gehen wir mal hin. Oh, da ist ganz viel. Das habe ich ganz übersehen. Guck mal da. Da ist ein Stück der Aurora runtergekommen. 100 Meter. Oxygen efficiency decreased. Ah, seht ihr? War das doch irgendwas mit 100 Meter? Laserschneider. So, die kommen auch bald. Ja, komm. Hau ab. So.
Oh, hier sind überall welche. Ich will doch nur spielen. Ah, hier, sehr gut. Was haben wir hier? Bioreaktor haben wir aber schon. Schade. Das ist nichts, ne? Nee. Nichts.